Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und zwar wollen wir jetzt unboxen das Starter-Set von Devolo für die Magic 2. Ja. Ihr wisst ja, ich hatte das jetzt schon mal angeboxt, aber das Videomaterial ist defekt. Deswegen ist es nicht das erste Mal, das sage ich euch im Vorfeld, weil ihr wisst, sonst ist immer alles das erste Mal bei mir, aber hier geht es nicht anders, weil das Videomaterial leider kaputt ist. Und die werden hier mein Netzwerk erweitern zu Hause, weil ich habe ja die normalen, die damals waren, dran. Och, wie hießen sie gleich wieder? Mit Plus hinten. Oh, ich vergesse jedes Mal den Namen. Und ich brauche aber jetzt noch einen für das Zimmer von meiner Tochter. Da kommt dann praktisch einer ins Schlafzimmer, einer ins Kinderzimmer und der kommt halt bei der Fritzbox hin, logischerweise. Meine Mutter hat schon die Magic verbaut. Das ist jetzt nochmal eine Update-Version davon. Schnellere Adapter. Schnellster Adapter der Welt. Maximal 2400 Mbits. Also das ist nochmal ein Update von dem normalen Magic 2. Zum Magic 2 wird auch nochmal ein Video kommen, wenn meine Mutter aus dem Krankenhaus kommt und so, werde ich da ein bisschen filmen. Die ist sehr zufrieden, die hat jetzt in der ganzen Wohnung, hat die jetzt, also Haus, hat die jetzt Internet. Und die Wände waren da sehr dick, die ist dann nämlich vom Erdgeschoss, kam oben gar nichts an im ersten Stock. Das war alles ein bisschen doof und jetzt ist er da mega zufrieden. Kann jetzt oben im Zimmer sitzen und WhatsApp mit ihren Freundinnen. Und die glaubt es nicht, die wollte kein Smartphone haben damals. Jetzt schreibt sie mehr Smileys in die Nachrichten als ich. Und dann schickt sie sich mit ihren Freundinnen, die anderen Weiber sind ja nicht besser. Dann schicken die sich Videos zu Ostern, Ostervideos, zu Weihnachten, Weihnachtsvideos. Ich habe jetzt schon ihren Speicher erweitert, weil sie so viele Videos drauf hat. Ja, und dann schicken die sich das immer hin und her und dann kriegen, oh, ich habe hier Neues, das kenne ich noch nicht. Oh, gib her, gib her. Und schlimm. Aber sie freut sich, kann jetzt oben sitzen. Und ja, das ist die Hauptsache. So, die Devolo Magic 2. Hier steht jetzt nur Magic, aber unten steht die Devolo Magic 2. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt aber nur, fällt mir jetzt gerade so auf, das ist nur mein persönliches Gefühl, dass die Basis ein bisschen kleiner geworden ist. Das werden wir gleich im Hardware-Video, werden wir uns das angucken. Ich habe ja noch meine alte. So. Dann haben wir hier ein LAN-Kabel, der kommt dann praktisch von der Basis zur Fritzbox, beziehungsweise bei euch ein anderer Router. Und dann haben wir hier noch einmal, hier unten haben wir auch noch einen Zettel. Moment. Ja. Und das zweite Mal. So. Verpacke die mal wieder. Oder ich mache den Karton zu. So. Also ich bin der Meinung, die Basis früher war genauso groß wie die einzelnen. Aber egal, das gucken wir uns gleich an. So, wir haben dann praktisch zwei Empfänger. Eine Basis, das erkläre ich euch alles im Hardware-Video. Einmal ein LAN-Kabel, eine Anleitung und dann noch halt Warnhinweise Döns. So. Das ist eigentlich alles, was wir da haben. Und ich muss euch sagen, die sind auch ziemlich schnell verbunden miteinander. Jetzt bei so einem Starter-Set sind die ja automatisch verbunden. Ich habe es bei meiner Mutter ja auch erweitert. Da braucht man dann halt eine Magic Home App oder wie hießen die? Weiß ich jetzt nicht. Und da kann man dann vom Gerät den QR-Code einscannen. Haben wir den hier irgendwo? Hier? Ich werde den mal so ein bisschen zumachen und die Daten so ein bisschen zumachen. Also hier ist so ein QR-Code. Den braucht ihr einfach nur einscannen. Also wenn ihr euch ein neues dazu holen wollt. Also wenn ihr jetzt sagt,
Ja, Kinderzimmer, Schlafzimmer ist okay. Jetzt machen wir es im Wohnzimmer auch oder eine Küche oder so, weil da auch noch technische Geräte sind. Dann ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt die halt erweitern bis zum geht nicht mehr. Das Positive daran ist, wenn ihr das habt, ich habe hier auch eine Heizung, die Divola-Heizung. Ja? Die ist jetzt auf 4 Grad, kühler geht es nicht. Der Home-Server, der hat auch einen LAN-Anschluss unten dran, der eigentlich als Eingang ist, damit der Internet hat. Ja, der Home-Server. Brauche aber nicht. Dadurch, dass ich das im Haus habe und praktisch mein Internet über die Steckdose geht, also DLAN, ja, brauche ich praktisch den Server hiervon nicht mit einem Kabel am Router verbinden, sondern einfach nur in die Steckdose machen, egal wo im Haus. Funktioniert wunderbar. Ich werde es im Hardware-Video auch nochmal sagen. Divolo schreibt in der Anleitung rein, dass ihr diese Basisstationen und auch also die Basis und die Empfänger nicht an ein Verlängerungskabel oder an einen Verteiler machen sollt. Haben sie im Grunde auch recht. Aber es gibt momentan auch solche Momente, wo das halt nicht geht. Wie jetzt bei mir im Schlafzimmer ist halt kein Platz, damit ich das hinten ran mache und dann noch die Steckdose und dann den Stecker noch ran mache. Deswegen habe ich da nur den Stecker, also so ein Dreier, nee, Sechser Verteiler oder so, falls mal was ist, habe ich gedacht. Und habe den, einen so ein Teil von der älteren Version direkt am Verteiler, nee, wie heißt da gleich noch? Jetzt fallen mir die einfachsten Worte nicht ein. An der Steckdosenleiste. Divolo ratet ab davon. Steht auch in allen Handbüchern und Erklärungen, Divolo ratet ab. Es kann zu Problemen führen. Kann, muss aber nicht. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon mehrere Jahre so. Und hatte auch schon anders mal einen Empfänger an einem Verlängerungskabel oder an einem Verteiler. Es ist nicht optimale Lösung. Es kann zu Problemen führen. Bei mir hat es bis jetzt noch nie zu Problemen geführt. Aber Divolo muss ich halt absichern. Ist halt für den direkten Strom, also in die Steckdose rein geeignet, also gedacht. Ging bei meinem PC zum Beispiel auch nicht, weil die Basis ziemlich schwer ist. Da musste ich und die Steckdosenleiste, also beziehungsweise diese Zweiersteckdose, die ist aufputzt bei mir in der Wohnung und die hält nicht wirklich viel aus. Sagen wir mal so. Die ist da sehr schwach. Deswegen durch das Gewicht, ne? Deswegen musste ich da einen kleinen Verlängerungskabel ranmachen damals und habe das dann an den Verlängerungskabel rangemacht. Aber egal, ich weiche ab. Wir sind eigentlich nur beim Unboxing. Das werden wir alles im Hardware-Video durchkauen. Ich werde jetzt gleich den Akku hier noch wechseln von der Kamera. Ich werde mir die älteren Geräte noch herholen und dann sehen wir uns wieder. Bis nachher. Ahoi, sagt euer Odin.